Übrig Fernando, Fernando González. González, gibt es da vielleicht eine Verwandtschaft zu René? Ach, Sie meinen wegen René? Nein, das ist, González ist auf Kuba, das ist zufällig ein sehr häufiger Nachname. Gut, nachdem diese Neugier befriedigt ist, mir ist aufgefallen, dass Sie erst sehr spät nach Südflorida gekommen sind. Ja, das ist richtig. Ich bin erst 1997 dazugestoßen. Insofern ist meine Karriere als Informant nicht sehr lang. Was war denn in der kurzen Zeit bis zu Ihrer Festnahme Ihre Aufgabe? Ja, meine Aufgabe war, ich habe zum Beispiel ein paramilitärisches Trainingscamp von dem Kommando F4 gefilmt und außerdem auch sogenannte Bombenjachten. Also das sind so Schnellboote, mit denen Sprengstoff nach Kuba transportiert wurde. Das hört sich aber ziemlich riskant an. Ja, kann man vielleicht sagen. Also die bekannteste Einzelperson, mit der ich in dem Zusammenhang zu tun hatte, war Orlando Bosch. Ich denke, Sie werden den Namen gehört haben. Ich kenne den Namen Posada Carriles. Ja, Bosch und Posada sind eben Spezies. Das sind dicke Freunde, die alles das, was sie gegen Kuba, gegen ja auch Irland gemacht haben, immer gemeinsam getan haben. Beispielsweise 1976 haben sie ein Flugzeug der Cubana de Aviación zum Absturz gebracht mit zwei Zeitzünderbomben über Barbados, wobei alle 73 Insassen ums Leben gekommen sind. Darunter war auch die komplette Jugendnationalmannschaft des Fechtens von Kuba. Und also abgesehen von dem Anschlag, der damals 1960 in Havanna im Hafen war auf das Frachtschiff La Cubre, ist das sicherlich die schlimmste Sache gewesen, die dem kubanischen Volk angetan wurde. Bosch und Posada, es ist jetzt nicht so, dass die sich dass sie das abstreiten. Die geben das alles auch sehr offen zu und rüsten sich damit letztlich, dass sie diese Dinge getan haben. Bosch ist inzwischen ja verstorben. Posada lebt noch, Posada läuft frei durch Miami und er ist glaube ich fast so alt wie Fidel, und wenn er könnte, würde er ihn heute noch umbringen wollen. Sie wären nach der revidierten Haftstrafe jetzt nur noch nach 17 Jahren und 9 Monaten regulär der nächste Gefangene, der regulär das Gefängnis verlässt. Ja, richtig, das stimmt, aber für den gemeinsamen Kinderwunsch mit meiner Frau Rosa wird es dann auch zu spät sein. Es ist, da ist dann auch die biologische Uhr sicherlich abgelaufen. Es ist so, dass meine Frau Rosa im Übrigen nichts von meinem Doppelleben gewusst hat, als ich in die USA ging. Also sie war darüber nur informiert, dass ich für eine Firma arbeite, die in Kuba investiert. Ist Ihre Frau noch aktiv in der Öffentlichkeit mit Ihrem Fall? Ja, natürlich. Meine Frau ist aktiv, genauso wie meine Mutter. Das gilt ja auch für die Verwandten von uns fünf, allen, die also unermüdlich durch die Welt fahren, auch eingeladen werden von Solidaritätskomitees, zu Demonstrationen dort sprechen und unermüdlich eigentlich überall auf der Welt für unseren Fall eintreten und da eben aktiv sind. Ich glaube, man kann schon sagen, dass sie insgesamt für sich auch inzwischen zu einer einzigen Familie geworden sind. Was spricht dagegen, dass bei so viel Beharrlichkeit und immer mehr Solidarorganisationen und immer neuen Kampagnen am Ende nicht doch der Erfolg stehen könnte? Ja, da gibt es schon auch Fallstricke, weil das Problem ist, dass eine Kampagne, die sehr lang ist, dann auch irgendwann vielleicht totläuft. Wir müssen erreichen, dass das immer sozusagen, um es salopp zu sagen, am Kochen bleibt. Die USA setzen eigentlich darauf, dass die Kampagne, die schon über 10 Jahre alt ist, letztendlich irgendwann im Sande verläuft. Und in gewisser Weise spricht auch dieser Zeitfaktor gegen uns. Andererseits, was mich etwas vorsichtig optimistisch macht, ist, dass es eigentlich auch nach über 10 Jahren immer noch der Fall ist, dass unsere Bekanntheit im Steigen begriffen ist. Ja, vielen Dank Ihnen allen für dieses Gespräch.